Wenn wir jetzt keine Hilfe bekommen, muss ich schließen. Es ist nicht 5 vor 12, es ist eigentlich schon 10 nach 12. Mein Mann macht meiner Meinung nach einige Sachen falsch. An was liegt das? Es liegt daran, dass mein Sohn verstorben ist. Hat gesagt, er fährt schnell auf die Gemeinde was einzahlen und wurde nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Leicht bescheiden. Ja, weil wir haben eine 8 Wochen alte Tochter. Auch noch? Ja. Wir haben im April geheiratet, ja, und... Könnte fast sogar Pfuscherspinat sein. Es gibt hier keinen Theke, habe ich gehört. Beim Spinat hätte ich sogar ein Auge zugedrückt im Landgasthof. Was? Was? Beeindruckt hat mich eigentlich das saubere Anrichten des vegetarischen Gerichtes. Überall eine Tomate, überall den Käse, alles schön drapiert. Da dachte ich so, da arbeitet jemand mit Liebe. Ja, ich packe sie dir auch ein. Geil. Scheinen wir doch ein bisschen was zu können. Die Bestätigung, was die Küche betrifft, war eigentlich immer da. Aber wo ist der Fehler mit diesen Scheißkosten? Entschuldigung. Aber es ist so. Und ich finde ihn nicht. Ich finde ihn einfach nicht. Und das ist, sitzt so tief drin, dass man nachts nicht schlafen kann. Dass man Probleme mit der Gesundheit hat. Und jetzt sind da... Sie werden uns helfen. €10.000 Personalkosten bei 26.000. Also die Personalkosten in dem Bereich ist eigentlich absolut gehobener Spitzenbereich. So kann man nicht funktionieren in einer einfachen Gastronomie. Also das geht nicht. Wo sind die Stundenlisten? Also Stundenlisten sollten geführt werden. Das ist leider in die Hose gegangen bei mir. Die führen ihre Zettel und Monatsende gucken wir durch, wer hat wie viele Stunden gemacht. Das Personal schreibt auf, wie viel sie arbeiten. Boah, kann ich bei dir anfangen? Vielleicht habe ich zu viel Vertrauen, ich weiß es nicht. Natürlich hast du zu viel Vertrauen. Du musst mindestens einen Zettel haben und am Abend wird es eingetragen und du unterschreibst es. Mhm. Du segnest es ab. Mhm. Du unterschreibst das. Jeden Tag nimmst du bei Veranstaltungen 50% im Vorfeld. Habe ich nicht gemacht. Das machst du ab jetzt. Du machst ab jetzt, du willst 50% Anzahlung an die Veranstaltung. Ja. Sonst machst du die Veranstaltung nicht mehr. Ja. Der Frank watschelt so ein bisschen wie eine süße Ente blind durchs Leben. Bezahlst du all deine Versicherungen, Rentenversicherung, Krankenversicherung? Zurzeit gar nichts. Kein Geld über. Scheiße. Wenn dir was auf den Fuß fällt, kannst du nicht mehr arbeiten. Ich weiß. Und bezahlst, ich weiß nicht, 10.000, 15.000 Euro für die OP oder sonst irgendwas. Das reicht gar nicht. 50.000 Euro, je nachdem, was es ist. Wenn kein Geld auf dem Konto war, konnte ich es eben nicht überweisen. Es gibt, aber du hast doch dein Personal auch bezahlt. Ja, das war mir wichtig. Die haben für mich gearbeitet. Ja, aber... Das ist mir wichtiger gewesen als mein Ding. Ja, das ehrt dich, aber es bringt dir nichts. Ach, der Kerl tut mir leid, weil er ist doch tatsächlich so gutmütig, dass er lieber einem Mitarbeiter ordentlich Geld bezahlt, wie dass er sich ordentlich versichert. Also klar, ne? Ich meine, wer arbeitet, soll Geld kriegen, aber das muss irgendwo auch im Verhältnis stehen. Das alles, alle Kartoffeln, ist sein Umsatz. Ja? Und jetzt erkläre ich euch mal, was mit dem Ganzen Geld, was in seiner Kasse drin ist, passiert. Das da kriegt ihr. Ne? Weg. Das da, das kriegt der Lebensmittelhändler, wenn er ein Glas braucht, wenn er Getränke einkauft. Und das da, das ist Auto, damit er ein Catering machen kann. Das war auch noch Gas, das war die umgerechnete Pacht. Und das da bleibt ihm übrig. Also ich finde das ganz schön krass, dass ich vor allen Dingen als Jungkoch wesentlich mehr verdiene als er. Und ich finde, das kann nicht angehen. So, das ist das Geld, das ihr bekommt. Und hier muss er fast den gleichen Haufen einfach nochmal oben drauflegen. Ihr seht es gar nicht, ja? Aber er bezahlt. Und er hat auch gesagt, lieber bezahle ich mir keine Krankenversicherung. Bleib mal da, mein Freund. Ja? Genau. Das war sein O-Ton gestern. Lieber bezahle ich mir keine Krankenversicherung, wie dass bei mir jemand umsonst arbeitet. Und das ist echt ein feiner Zug. So, also, was wir damit eigentlich sagen wollen, ist, ja, in einem Monat gibt es im Laden nicht mehr, wenn es so weitergeht. Und wenn ihr gern bei ihm arbeitet, ja, dann zieht alle noch extremer an einem Strang.
Das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Schaffen wir alle zusammen. Jetzt müssen halt ein paar Entscheidungen gefällt werden, weil nur reden bringt nichts. Ich möchte gerne mit euch jeweils einzeln dann nochmal darüber reden. Weil das geht nicht unbedingt allen irgendwas an, was die ja einzeln mit mir zu besprechen hat. Hier auf dem Land zählt ja noch der gute alte Handschlag, deswegen alle mal zusammen. Abgemacht, Leute? Abgemacht. So machen wir's, oder? Ich hau's auf euch. Dann auf einen geilen Tag, okay? Ja. Du hast ein geiles Team. Ich weiß, dass er versucht, uns das immer alles zu geben. Aber auf weniger ist mehr, ne? Also ich würde gerne auf Lohn verzichten. Auf einen Teil. Nur, dass das hier bleibt. Ich habe dann heute Morgen insgesamt 1.450 Euro an die Krankenkasse überwiesen. Ich danke euch. Echt. Wichtig. Voll geil. Super. Ein wichtiger Schritt. Also mir ist klar geworden, dass das so nicht weitergeht. Und ich muss an mich denken, weil wenn ich nicht mehr bin, haben meine Angestellten auch nichts mehr. Schön. Da hat sich aber jemand echt Sorgen gemacht, merkst du? Ich glaube, wir fangen heute gleich mal noch an. Wir geben 10 Minuten mehr Gas, das heißt mal 3, heißt eine halbe Stunde Pause für euch. Danke euch. Also. Ja. Alles klar? Okay. Danke. Für mich bedeutet das einfach so super viel. Das zeigt mir, dass bei ihm endlich ein Schalter Klick gemacht hat und er das annimmt, was ich eigentlich schon so lange sag. Und dass es jetzt einfach Früchte trägt. Tja. Der alte Herr lernt dazu. Gut. Mhm. Ich freue mich jetzt nur noch auf den Abend, der kommt. Es kann einfach nur noch geiler werden. Hallo? Wir haben ja so ein bisschen Ordnung reingebracht, aber die wirklichen Helden sind eigentlich seine Leute und seine Familie. Vielen Dank an euch. Vielen Dank an die Family, vielen Dank an die Küche und logischerweise unterm Strich gecheckt. Wie viel du geheult hast, ne? Ich wollte Nudeln dir kochen können da drin. Diese Erkenntnis ist mir richtig hochgekommen. Hier ist meine Heimat und es lohnt sich dafür zu kämpfen und wir werden dafür kämpfen. Nicht nur ich, sondern alle, die zu mir gehören. Sogar meine Gäste, die heute hier waren. Weil die wollen nicht, dass ich gehe. Ich bin glücklich, also Mission complete. Roberto, bitte, wir klingeln, sei so lieb, bitte, Robert. Wir klingeln, nein, das Essen geht zusammen raus. Jetzt bin ich auf 180. Zickzack, bitte. Roberto, das ist noch nicht fertig. Nein, das ist noch nicht fertig. Zitrone, aber die wollen sie was essen, die Leute, hallo? Ich möchte nicht, dass hier noch mal jemand reinkommt, bis wir geklingelt haben, okay? Bitte, das ist alles perfetto. Carpaccio? Ja, perfetto. Carpaccio? Sie dreimal Carpaccio, ja? Sie haben sie auch Carpaccio bestellt? Wir haben einmal bestellt. Machst du mir bitte einmal die Carpaccio? Wer hat noch Antipasti bestellt für uns alle? Ja. Komm. Die wollten wir eigentlich als allererstes haben. Oder gehört das zu Antipasti mit dazu? Sieht ganz ordentlich alles aus. Frischer, knackiger Rucola. Das wird trocken so, ne? Das sagen wir dir jetzt noch nicht. Das sagen wir dir jetzt noch nicht. Genau. Wir hätten lieber die Antipasti. Bitte nur Donato. Und? Gut. Kann man machen? Super lecker, solide gekocht irgendwie. Das ist mit Kalbfleisch, rosa gebraten, Kapern, tipptopp. Das ist irgendwie richtig. Ach, schau mal. Passt die in die Mitte? Oder? Auch wieder, das ist dreimal dasselbe. Boah. Oh Gott, wir haben doch einmal für alle drei bestellt. Genau. So, Antipasti-Teller, wenn ich so sehe, irgendwie alles gut gemacht. Also wenig Industrie dabei, wenig Convenience. Das ist selber gemacht, das ist selber gemacht, das ist selber gemacht. Hausgemacht, das ist wirklich hausgemacht. Ne? Das ist Engagement. Ne? Wenn wir uns ehrlich sind, da fehlt halt nur ein bisschen Salz und das ist einfach kein Kritikpunkt. Ne? Wenn ein bisschen Salz fehlt, mache ich ein bisschen Salz dazu. Ne? Also Tomate, Mozzarella, ich finde ganz ehrlich, so wie es angerichtet ist, ich finde es total schön. Ist ein geläufiger Mozzarella, sieht man jetzt gleich keinen Büffel oder so. Die Tomate ist nicht zu kalt. Frischer Basilikum, gut abgeschmeckt. Für den Hauptgang haben wir nicht einen Hauptgang doppelt bestellt.
Nur noch mal für ein bisschen. Ich möchte von allem nur einen Teller machen und nicht alles dreimal machen. Das ist zu viel. Ja. Hier wurde zweimal Pasta al Porcini. Ja, so habe ich das auch im Kopf. Alles klar. Hey, schau mal, ich sehe ihn mit Tellern, wie geil. Okay, Steinpilz. Hab ich es Pasta oder was? Und Steinpilz. Moment. Lieber Roberto. Ja, bitte. Wir haben doch gerade eben, habe ich ja noch mal gesagt, wir haben jedes Essen nur einmal bestellt. Mhm. Mhm. Nice. So, Entschuldigung, Italia Tele Scampi. Moin. Grazie. Alles sehr gut. Ja, ich finde es sehr lecker. Ravioli, Bombe, ne? Ja. Pizza, Bombe. Es war sensationell, sie waren handgemacht, lecker im Geschmack, auf den Punkt gegart, geile Soße. Sagt in Boca. Das ist bei mir. Jawohl, Sag mal, ist das denn ernst? Ja. Also. Du machst es ganz gern. Da steht, du machst es ganz gern. Machst du es fertig? Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Auf jeden Fall kam das Salty Bocca zweimal. Jetzt auch zweimal essen können. Fleisch war es nicht. Und es war auch sehr lecker zubereitet. Solide, einfache Kost, aber gut gemacht. Nicht kauig, guter Geschmack, fein. Haben wir geschafft. Mal gucken, was jetzt kommt. Ja. Hoffentlich waren die zufrieden. Hallo. 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 Große Küche hat sie, ne? Hallöchen. Wie war's? Die Service. Wir müssen dir erst mal eines sagen, um dich nicht so lange auf die Folter zu spannen. Wir fanden im Großen und Ganzen dein Essen wirklich gut. Ihr habt ja eine ziemlich große Karte, ne? Wir haben wirklich querbeet bestellt. Ihr hattet alles da. Und ja, wenn ihr jetzt wirklich in der Nebensaison so wenig Gäste habt, wie ihr sagt, dann müsst ihr die ganze Ware da haben. Wie macht ihr das? Also sagen wir mal so, muss ich ganz ehrlich sein, also viele habe ich nicht immer da. Wartezeiten. Mhm. Die waren ziemlich, ziemlich lange. Wie kommt's? Also erstens war das mit dem Bon, dass mein Mann mit dem Zettel kam. Dann musste ich alles aufschreiben. Du schreibst es auf? Eigentlich bringt ja doch der Service den Bon rein und du liest den nur ab und kochst danach. Naja, habe ich nie gewusst, weil dann soll er deponiert. Roberto hat so ein paar Ausreden. Ich meine, er wusste ja auch nicht irgendwie, was ist das Dessert des Tages. Echt, Roberto, Roberto und die Kasse. Ihr müsst noch Freunde werden. Er hat noch nie solche Probleme gehabt. Die hat er seit letzten 2-3 Jahren. An was liegt das? Okay, das ist eine schwere Geschichte. Erzähl. Es liegt daran, dass mein Sohn verstorben ist. Wir haben das Problem, dass von vornherein ich und mein Mann ganz anders getrauert haben. Wenn ich schlucke, immer hier drin bei mir. Der redet nicht gerne darüber. Ich im Gegenteil. Weißt du, wie viele Mal im Auto bin ich gefahren auf 200, 230 und schreien, laute Musik und alles. Das bringt uns jetzt auch mal ganz kurz aus dem Konzept irgendwie. Aber wir werden bemüht sein, das Thema ein bisschen anders anzugehen, sehr sensibel, ja, versprechen wir euch. Dein Sohn da oben, der möchte dich lachen sehen. Wir haben so viele gelacht. Meinst du, du hast die Kraft, jetzt nach vorne zu gehen und ich muss mehr zu machen? Von diesem Tabu musst du raus. Ja? Musst du raus. Ich kann nicht mehr so leben, wie sag mal. Ich bin auch noch jung und habe eine Frau und die anderen Kinder, zwei Enkelkinder. Wir werden jetzt hier keine Trauer aufarbeiten können von 7 Jahren, da machen wir uns nichts vor. Aber wir können vielleicht so einen Weg zeigen oder so eine Richtung zeigen oder vielleicht auch Momente schaffen, wo Roberto die Trauer vergisst. Mann, was ein Tag heute, ne? Ihr beiden, guck mal her. Wir haben eine Überraschung für euch. Ihr habt ja jetzt wirklich ein Päckchen zu tragen. Da wollen wir euch anbieten. Ich habe nämlich einen Gutschein für euch. Da gibt es noch andere Profis, die sich damit wirklich auskennen. Wir sind ja ausgebildete Köche, da sind wir Profis. Aber wir sind keine Profis in Sachen Trauerbewältigung oder Psychologie oder so. Und es ist auch wichtig für deine Familie, dass du wieder lachst, dass du wieder... Genau. Ja. Weil wenn du lachst, dann bist du einfach muy simpático. Ne? Okay, so. Gott sei Dank bist du nie eine Frau. Oh, Sole mio! Un povero disgraziato! Du hast schon gesungen heute! Oh, Sole mio! Dein Grund hat Mach mich glücklich, meinen Mann wieder so fröhlich zu sehen. Der scheint echt so irgendwie so ein Stückchen neuen Lebensmut gekriegt zu haben. Bestimmte Lachen von da oben. Bestimmte Lachen sagen, bin ich stolz an dir, Papa. Ich will jetzt mit der Kasse wieder richtig zu lernen und gut zu gehen und schneller
und brauchen nicht so viel Zeit zu verlieren. Jetzt, wie sagen wir, Patricia hat keine Probleme mehr und dann brauchen sie nicht mehr eine Schrift zu entziffern. Patricia ist ja diesbezüglich haben wir schon ebenbürtig. Die kocht so manchen gelernten Koch an die Wand. Ohne Scheiß. Und? Mauro? Michelle? Wie läuft's? Es läuft. Wir kriegen's hin. Machst du die auch richtig zu? Ja. Ja, bitte, 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 ne? Sonst platzen sie nachher, ne? Roberto, buonasera, Giovanni. Roberto ist voller Elan, total glücklich, blüht total auf, bemüht sich sehr. Also ich finde, es ist echt wunderbar. Oh, sole mio. Das ist, ja. Also mal, das ist ja mal ein Empfang, ne? Wunderbar. Das heißt, euch hat's geschmeckt. Ja. Sehr gut. Okay. Du schmeißt die Küche, ne? Richtig. Und bist aber keine gelernte Köchin. Nein. Eigentlich Hobbyköchin. Und dein Mann ist aber Koch? Auch. Er hat Restaurantfachmann gelernt und ist auch gelernter Koch. Aber er ist eigentlich an der richtigen Stelle im Service. Er kann es richtig gut, wenn er da wäre. Wenn er da wäre? Das heißt? Ja, dass er verschwunden ist. Verschwunden? Mhm. Erzähl mal. Ah. Ja, er ist seit knapp 2 Wochen verschwunden. Hat gesagt, er fährt schnell auf die Gemeinde was einzahlen und wurde nicht mehr gesehen. Wie geht's dir? Leicht bescheiden. Ja, ich meine, wir haben eine 8 Wochen alte Tochter. Auch noch? Ja. Wir haben im April geheiratet, ja, und... Ich bin schon ziemlich down. Klar, wir haben erst im April geheiratet, ja. Unsere Tochter ist nicht mal 8 Wochen alt. Und es ist Wut, es ist teilweise sogar Hass. Auf der anderen Seite ist da verdammt viel Liebe. Und ja, es ist halt schon, ich habe wirklich schlimme Stimmungsschwankungen, sage ich jetzt mal so. Es passiert halt auch, dass ich zwischendrin anfange zu heulen, ja. Und dein Mann ist weg? Ja. Du weißt nicht, wo er ist? Nein. Über alle Berge? Sieht so aus, ja. Also dieses Abhauen von dem Mann, der Melanie, ist natürlich total verantwortungslos. Er ist frischgebackener Papa, er hat Verantwortung hier der Familie gegenüber, er hat Verantwortung hier dem Restaurant gegenüber und der geht einfach von jetzt auf gleich, sagt keinem Bescheid, haut wirklich ab und das ist halt, das geht überhaupt gar nicht. Der hat sie nicht mehr alle. Also erstmal vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank auch, dass ihr gewartet habt. Ich hoffe, es hat nicht ganz so lange gedauert. Meine liebe Melanie, erstmal hier von uns, ja, für dich zum Nachlesen ein paar Rezepte, unser neues Buch. Super, ja. Dankeschön. Und dann, du denkst wahrscheinlich, du bist alleine gerade, ja, bist aber gar nicht alleine, du hast nämlich ein richtig tolles Team. Wir haben heute festgestellt, wir waren selten wirklich in einem Team zu Gast, die so an einem Strang stehen und so hinter einer Chefin stehen, die es nicht ganz so leicht hat wie manche anderen. Geht gerade durch eine harte Zeit. Also die Zusammenarbeit mit den Kochprofis war eine sehr hilfreiche, positive Erfahrung für mich. Sie sind wirklich Kochprofis. Ins Restaurant zu gucken und zu sehen, dass kein Platz frei war, war einfach nur klasse, geil. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es ist fantastisch. Es wäre schön, wenn es so weitergeht. Also morgen haben wir ja auch schon wieder fast ausgebucht. Und mehr kann ich mir eigentlich gar nicht wünschen. Mich hat alles stolz gemacht, was heute abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist, was ich gelernt habe. Mit den Kochprofis zu kochen, hat mich stolz gemacht. Okay, jetzt kommt's. Wer sagt's denn heute? Du. Ich. Kochprofis, ja. Sind raus. Ciao.